Im ersten Teil haben wir die Grundfunktion der Rollenstreckmaschine gezeigt. Als Basiseinstellung haben wir die leichte Stufe eingestellt, um zu zeigen, wie effektiv die Rollenstreckmaschine auch schon beim leichten Druck sein kann. In dieser Folge erklären wir die Funktion des Rollendrucks. Auf einem Blech haben wir drei Felder eingezeichnet. Das erste kleine Feld rollen wir wieder mit der leichten Stufe. Sprich, das Blech wird zwischen die Rollen gesetzt und die Rollen so weit zusammengeführt, bis sich das Blech nur noch mit Widerstand verschieben lässt. Eine Viertelumdrehung mehr und das Blech wird im ersten Feld gerollt. Es ist eine weiche, feine Wölbung entstanden. Für das zweite Feld wird der Druck nochmals um eine Viertelumdrehung erhöht. Rollt man nun das Blech, erkennt man schon deutlich, dass sich das Blech schneller und höher wölbt. Insgesamt sind auch weniger Züge notwendig, das Blech im Vergleich zu vorher zu wölben. Die Spuren des Rollens sind ebenfalls deutlicher. Betrachtet man nun die finale Wölbung, ist diese bereits nun deutlicher als bei der leichten Stufe. Das dritte Feld wird im Vergleich zur weichen Stufe mit zwei weiteren Viertelumdrehungen bearbeitet. Der Druck ist nun sehr hoch. Natürlich ist die Umformung dementsprechend deutlicher, aber man erkennt auch an jedem Ende eines Zuges Stoppmarkierungen und mit jedem Zug eine Erhebung. Diese Umformung wirkt sehr unregelmäßig und muss am Ende ganz sicher noch einmal mit einem Wash-Up-Durchgang bei Stufe 1 geglättet werden. Betrachtet man nun das Ergebnis, erkennt man eine deutliche Wölbung. Doch verwendet man so viel Druck, hat man kaum mehr Kontrolle über die Umformung. Zu viel gestrecktes Material kann zum Problem werden.